Tagador, wir sind nicht sicher, was die Halborks in Barad Morlas suchen, aber wir wissen, dass sie viele üble Wölfe mit sich führen. Die widerlichen Kreaturen führen sie möglicherweise schnell zu dem, wonach sie suchen. Wir sollten versuchen, ihre Anstrengungen zu vereiteln, indem wir all jene Halborks erschlagen, die mit dem Hüten der Wölfe betraut sind. Ohne ihre Führung werden die Wölfe sich möglicherweise von der Aufgabe abwenden. Geht nach Barad Morlas im Südwesten und macht Jagd auf die Wolfshüter. Ihr dürft nicht versagen. Oh, wie dramatisch. Wie schön ich mich wieder verhaspelt habe. Ach, schön. Guck mal, hier ist einer gestorben. Oder eine. Die Kamera. Was? Was ist das für ein Name? Kamera. Lieferin merkwürdiger Dinge, Wächter des Nordens. Also, das sind auf jeden Fall die besten Titel, die ich haben will. Auch wenn ich mich bewerbe. Hallöchen, ich bin der Piep. Lieferant von merkwürdigen Dingen und Wächter des Nordens. Hiermit bewerbe ich mich für eine Stelle als, keine Ahnung, Azubi in ihrem komischen Betrieb. Das ist sowieso auch so ein, ich meine, wenn du als Chef irgendwie Bewerbung auf den Tisch geknallt kriegst und jeder steht drin, und in jeder Bewerbung steht irgendwie drin, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich für bla bla bla. Das sind meine Qualifikationen, ich kann gut mit Computern umgehen, ich weiß, wie man die anmacht. Bitte nehmen Sie mich, weil bin gut für die Stelle, bestimmt. So, und die anderen nicht. Und ich freue mich über ihre Rückmeldung mit freundlichen Grüßen, bla bla bla. Also, wenn ich 1000 solche Bewerbungen kriegen würde, dann würde ich einfach die nehmen, die gerade nicht das beinhaltet, sondern irgendwie, ein bisschen außergewöhnlicher ist. Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich meine, wir sind alle nur Menschen, mein Gott. Man muss ja nicht so an irgendwelchen Formalitäten, die man früher in der Schule gelernt hat, die eigentlich total sinnlos sind teilweise. Also ich meine, klar, sollte drinstehen, was man kann und so. Aber man muss das ja nicht alles gleich schreiben, weißt du? Wenn jeder die gleiche Bewerbung einreicht, das ist ja auch irgendwie blöd. Da kann ich schon vorstellen, wenn die dann abgelehnt werden, weil es einfach total unkreativ ist. Vor allem je nach Beruf. Also wenn du jetzt irgendwie dich als Schriftsteller... Gut, das wird schwierig, sich als Schriftsteller zu bewerben, aber wenn du jetzt irgendeinen kreativen Beruf hast, zum Beispiel Gestalter oder sowas, und du reichst dann so eine unkreative oder Werbetext, irgendwas, Entwerfer, keine Ahnung wie das heißt, und du reichst dann eine unkreative Bewerbung ein, dann siehst du ja, wie hoch die Chancen sind. Es ist irgendwie logisch, dass sie nicht allzu groß sein werden, außer du hast genauso unkreative Mitbewerber. Dann vielleicht wirst du genommen. Ich weiß es nicht, kommt halt drauf an, ne? Also, ist schwierig. So. Ne? Aber ich will jetzt hier keine Bewerbungstipps geben, auch wenn das vielleicht für einige nützlich sein sollte. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt auch nicht aus, aber... ich finde es irgendwie toller, wenn man die Bewerbung wirklich kreativ macht, irgendwie. Also zumindest ein bisschen von den anderen abhebt und nicht immer... Hiermit bewerbe ich mich für eine Stelle als Einzelhandelskaufmann. Meine Qualifikationen sind... ich kann gut rechnen und ich kann gut sprechen Deutsch. Oder so. Am besten noch mit Rechtschreibfehlern, dann ist natürlich auch schon alles verloren. So, ich soll die Halborks besiegen. Toll, und irgendwo auch diese, ein Möchelmörder. Oh, wie schlimm. Hier sind überall Möchelmörder? Ich kann mir rein, ne? Kann nicht mehr sprechen. Also überall Möchelmörder. Ich suche eigentlich auch... Die Waghüter, die sich hier irgendwo befinden sollen. Ups. Fail, verdammt. Ich bin so doof. Ich habe doch glatt vergessen, bei dem ganzen Gelaber mich zu regenerieren. Und nun bin ich offensichtlich gestorben. So ein Mist aber auch. Verdammt, das ist doof. Wieso tue ich das? Verdammt. Seht ihr, so lenkt ihr mich ab hier vom Spielen. Ich kann nicht gleichzeitig reden und spielen, glaube ich. Irgendwie. Aber keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Finde ich auch total abwegig. Natürlich kann ich das, sieht man doch. Ich glaube, wie oft bin ich schon gestorben, weil ich nebenbei gelabert habe und einfach total vergessen habe, auch mal auf meinen Lebensbalken zu gucken. Auf meine Moral, die mir noch verbleibt. Naja.
offensichtlich sehr oft. Wie oft ist mir das schon passiert? Das ist mir schon mehrmals passiert inzwischen. Das ist ja schon fast peinlich, aber ich meine, irgendwie wäre es auch langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur gar nichts sagen würde und mich auf dieses Spiel konzentrieren würde, was irgendwie auch auf Dauer ein wenig langweilig ist. Vielleicht. Ich spiele zwar trotzdem noch recht gerne, aber man muss schon sagen, es wiederholt sich irgendwie. Und hier ist eine wunderschöne... Was bist du denn? Elbenfrau. Ach nee, ist das eine Frau? Doch, ich glaube schon. Yep. Hallöchen. Na, wie geht es dir so, Kamera? Kann ich nicht irgendwie... Warte mal. Nein, nein, nicht wegklicken. Ich möchte gerne hier Emote. Emotes? Nein, weitere Emotes. Warte, was wollte eine Frau? Ach ja, war das nicht, Niederknien war das doch, glaube ich, hier. Ah, siehst du, habe ich was gelernt bei der Quest in Evendim. Relikte und Banner? Warte. Nur Statuen. Ich kann hier neben dem Mikrofon nicht so toll tippen. Nur Statuen und Orks. So, Relikte und Banner? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ork-Hauptmann? Was gibt's denn hier? Wo sind denn eigentlich diese... Wo sind die denn? Die... Vertrunter, Einringlingen, Bar... Nee. Warte mal, doch. Nee. Halborg. Okay, ich werde in eine Gruppe eingeladen. Abwechselnd plündern, bedarf Gier. Eure Gefährtengruppe verwendet die Plünderregel abwechselnd plündern mit der... Okay, ich verstehe. Können zusammenkämpfen ist quasi dasselbe. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Jetzt muss ich bloß noch suchen. Wieso hat sie denn eine andere... Oh, Verdächtiger Schutt? Was ist das? Zerbrechliche Seiten der Ringtunde? Aber wo sind denn diese Waghüter? Nee, Wolfshüter, nicht Waghüter. Warte mal, ich versuche hier nebenbei nochmal zu tippen. Moment. Wo sind denn die Wolfshüter? So, warte mal. Lieferanten merkwürdiger Dinge ist irgendwie wirklich ein sehr seltsamer Titel. Hier sind Meuchelmörder, Hauptmänner, da ist eine Fliege, tatsächlich ja eine glühende Feuerfliege und meine Augen werden müde, auch schön. Aber wo zur Hölle sind diese Wolfshüter? Verdammt, ich finde die einfach nicht. Die rennen immer zu zweit rum mit einem Wolf zu... Ach echt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja, aber wo sind die? Vor allem, was ist das für eine Antwort? Oh, warte mal, hier ist eine Quest. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick verschenken? Du Blöder. Ich bin der Anführer der Fährtensucher Echad Iregions. Wir beobachten die Halborks von Barad Morlas. Dank unserer Wachsamkeit konnten wir das Kommen und Gehen ihrer Boten und Lieferungen festhalten und sogar die Weitergabe von Befehlen verhindern. Ich wurde gefangen genommen. Bitte helft mir bei der Flucht. Ich fürchte, dass sie bald zurück sein werden, um mich zu foltern und auszufragen. Nehmen wir einfach mal an. So. Warte mal, ich schreibe hier mal, oder ihm. Ist das okay, wenn ich das als Let's Play aufnehme? So, weil ich das nämlich gerade mache. Okay, irgendwie sind da alle mit einverstanden. Na gut. So, dann wollen wir mal. Ach, hier. Anurandir sollte eskortiert werden. Nicht exekutiert, sondern eskortiert. Nee, eskortiert. Und dafür ist es sinnvoll, natürlich erstmal genau in den Halborg hineinzulaufen, statt ihn einfach auszuweichen, wie es normale Menschen tun würden. Aber das wäre ja total abwegig. Vor allem muss man natürlich
mit extrem langsamer Geschwindigkeit vorangehen, um möglichst viele Halborks zu treffen. Kill schadet nie, was? Was meint sie? Keine Ahnung. Ach, hier ist eine Elbenstatue, warte mal. Aber ich gehe mal lieber nicht zu weit weg. So, da ist auch nochmal eine. Aber wo sind denn... Ja, wo sind die denn? Ich finde diese Wolfshüter nicht. Hulzenlux, Hallöchen. Na, heute schon gestorben? Du endest auf meinem Teller. Ja? Ja, lauf nochmal zurück. Tu das Logischste, was du einfach tun kannst, nämlich total langsam laufen und dann auch nochmal umkehren am besten noch. Schön. Ja, wann ist der denn endlich mal? Hallo, du bist doch schon fast frei. Da ist der langsam. Der läuft aber langsam. Ups. Ich kann hier echt nicht tippen. So. Oh. Wie schnell er doch ist auf einmal. Naja, eigentlich nicht. So. Ich tippe nur langsam, weil ich hier mit einer Hand tippe. Es gibt ja viele Dinge, die ich mit einer Hand kann. Zum Beispiel eine Flasche halten oder so. Aber tippen mit einer Hand dauerte recht lange. Ne? So. Tja. Als er oder sie die Aufgabe hatte, kamen mehr Halborks. Okay. Für die Leute, die den Chat nicht lesen können, weil sie wieder am Monitor gespart haben. Nee, weiß ich nicht. So. Okay, der ist offensichtlich entkommen. Das war ja billig. Tja. Wie bei Kick. Nee, weiß ich nicht. Tja. Erstmal eine Elbenstatue, aber wo sind denn verdammt nochmal? Aber ich finde, diese Waghüter habe ich echt noch nicht gesehen. Wer ist denn das? Kreaturen der Halborks. Angeblich sollen die sich hier herumtreiben. Oh, Hallöchen. Mensch. Du brennst ja. Was ist denn da los? Sag mal, ist sie eigentlich auch Jägerin? Tatsächlich. Zwei Jäger vereint. Auf der Jagd. Nach Meuchelmördern. Aber wo? Wo befinden sich die... Ne, hier sind sie auch nicht. Sag mal, wo zur Hölle sind denn diese Waag-Typis? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ein Hauptmann? Ein Meuchelmörder? Warte. Geh... Nee, sie will auf die andere Seite. Geh nicht auf die dunkle Seite der Macht. Moment, falsches Spiel. Nee. Ups. So. Aber hier sind, So. Ja. Wie lang... Hallo, das ist Star Trek. Ich sterbe! Ich sterbe! Das wird nicht... Hilfe! Ich lebe nicht lang und in Frieden, ich lebe kurz und schmerzhaft sterbe ich gleich. Ich sollte abhauen, was ich bereits tue. Schön wär's. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier nirgendwo rein. Lässt er mich in Ruhe? Ja, das ist schön. Schön wär's. Spock. So, Ach ja, schön. Star Trek hier schon wieder. Da hat offensichtlich jemand zu viel Star Trek geguckt. Wie konnte das denn passieren? Tja, erinnert mich an jemanden, den ich recht gut kenne. mich. also. Wo, da ist ein Wolfshüter. Wo befindet er oder sie sich denn? Ich weiß es gar nicht. Das Problem ist, du weißt bei den Charakteren gar nicht, sind die jetzt männlich, also die Charaktere schon, aber sind die Leute jetzt männlich oder weiblich? Weil weibliche Charaktere werden auch sehr, sehr gerne von männlichen gespielt. Ach, hier. Ach, gucke mal. Tja. Eindeutig Prost. Nee, warte, wie hieß denn das? Scheiße, ich hab's vergessen. Post? Irgendwas?
Erweiterung des Oberbauches. Verdammt. Post. Prä. Irgendwas. Ich hab's vergessen. Ja. Aus Star Trek. Star Trek. Alter, jetzt habe ich den Filmtitel vergessen. Fail. Verdammt. Zurück in die Gegenwart hieß der. Der vierte Teil. Wie spät ist er eigentlich? Dann heißt es doch, ja, ich brauche übrigens noch Waaghüter. Hier sind ja nicht allzu viele. Nee, da auch nicht. Wo befinden sich diese? Verdammt nochmal. Wo sind sie? Wo zur Hölle können sie sich aufhalten? Ich finde sie einfach nicht. Sie sind nicht da. Auf jeden Fall war das aus Star Trek, aus dem vierten Star Trek Film, das waren irgendwie Blähungen, aber ich habe jetzt das genaue Wort wieder vergessen. Das ist aber auch schwer zu merken, so. Aber ich finde auch keine, das ist eine kleine Elbenstatue, aber wo sind jetzt diese Waag-Typis? Wolfstypis. Diese Wolfshüter, verdammt. Meuchelmörder, ich heb mal hier auf. So, 6 von 8 Statuen. Aber wo zur Hölle sind diese? Aber hier sind echt sehr wenige davon, irgendwie. Ich finde die gar nicht. Wo sind die denn? So. Na gut. Tot war er. Aber ich finde, also irgendwie, ne? Also, wo zur Hölle? Tja. Ja. Wo zur Hölle? Also, ich finde die nicht. Hier sind irgendwie keine. Angeblich sollen hier ganz viele sein oder so. Ach, guck mal, wer da ist. Komisch. Da sind ja gar keine hier. Wo sind die denn nur alle? Wieso finde ich denn nie diese Wolfshüter? Oder Wolfshüter? Naja, ich finde die einfach nicht. Verdammt. Ich muss bestimmt total blind sein, vermute ich mal. Weil die stehen bestimmt direkt vor mir und ich sehe die einfach nicht. Verdammt, wo könnten sie nur sein? Ach, tja, ach, schwierig, ne? Also diese Wolfshüter sind echt schwer zu finden. Muss ich einfach mal sagen, warte. Los, stirb, so. Guck mal hier. Wer, da sind einfach keine. Wo sind die denn alle? Verdammt nochmal. So, noch. Noch drei, also noch diese beiden hier. Oh, da ist der Wolf, das ist ja der Wolfsmeister, was? Nee, den will ich ja nicht. Diese beiden und dann noch... Oh, hier ist noch ein Wolfshund. Auch schön. So, ich habe das Gefühl, dass ich hier dauernd angegriffen werde. Ich weiß aber nicht, wie ich drauf komme. Und ich sollte vielleicht nicht essen. Ich habe ja schon was gegessen. Also, das ist der Wolfsmeister. Wo befindet sich denn der Wolfshüter? Also, ein anderer. Oder zählt der Wolfsmeister auch? Ich weiß nicht so genau. Nee, der zählt nicht. Okay. Wilder Keiler? Hier war doch eben gerade noch eine Statue. Hier ist eine. So. Nein, komm nicht zu mir. Hau ab. So. Aber sonst? Was ist denn hier los? Hast du schon wieder so viel gepult? Ist ja schlimm hier. Kannst du keinen Moment alleine lassen. Erinnert mich so ein bisschen an die NPCs aus Guild Wars 2. Naja. So. Tot war er. Also, tot war er. Jetzt. So. Tja. Jetzt, warte, wie viel fehlen noch? Noch zwei. Noch zwei, Wolfs... Nee, Wolfhüter. So, schreibt man zusammen. Oder mit Bindestrich, ist ja auch egal. Kein Problem. So. Tja, wo befinden sich die Wolfshüter? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hallo? Hallo, wo seid ihr? Komm zu Papi. Komm zu Papi. Wo könnten sie sich nur befinden? Verdammt. Wo sind sie nur? Wo sind sie nur? Das meine ich... Das gibt doch nicht. Hier sind einfach keine. Dieses Spiel verarscht mich doch. Ich soll 5 töten, da müssen ja auch 5 sein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die sind ja einfach nicht. Aber ich bin, glaube ich, auch schon wieder zu weit weg.
Ich sehe echt. Nee. Das sind alle irgendwelche, aber nicht diese Wolfshüter. Verdammt nochmal. Oder Wolfhüter. Wo könnten sie nur sein? Verdammt. Da. Guck doch mal, was haben wir denn da?